Ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Beziehungsweise meine Befürchtungen sind doch wahr geworden. Ich habe hier oben so viel vom Schlitten abgenommen, dass jetzt die Unterkante quasi der Unterkante hier entspricht. Fast. Denn die Vorderkante hier geht in etwa 5 mm weit rein, aber hat eine leichte Schräge. Soweit ich jetzt nachgelesen habe, hat es auch den Zweck, dass das Schlitten sich richtig festkrallen kann. Ja, beziehungsweise so auf den Führungsschienen verkeilt wird, damit er sich gar nicht mehr bewegen kann. Und hier liegt auch das kleine Problem. Wenn ich die Schrauben jetzt anziehe und die Platte festdrücke, sitzt die Platte hier quasi nur mit einer Kante auf. Lasse das Ganze jetzt so handfest und konnte es einfach mit den Schrauben. Würde wahrscheinlich gut funktionieren. Und ich kann es auch irgendwie einschleifen, dass es dann ein bisschen sauberer läuft. Oder nehme ich jetzt vom Schlitten hier irgendwie was ab, damit ich dann eine saubere Auflage habe. Ich müsste dann hier leicht schräg was abnehmen, also von der Kante mehr als hier vorne und dann in der Höhe auch ein bisschen zurückgehen. Also ich glaube, hier hinten sind es 1,5 mm, 2 mm in etwa, was ich weg machen müsste. Und hier vorne dann fast nichts, 1,5 mm. Ich glaube, ich lasse das Ganze einfach so, schleift es dann irgendwie ein. Denn es hat ja wirklich kaum Spiel oder kein Spiel. Und lebt damit dann einfach. Denn ich werde damit irgendwann fertig werden und die hintere Schiene muss ich auch noch machen. Hier außen ist die Lauffläche, die hat eine leichte Schräge. Und man kann richtig erkennen, wie unsauber die ist. Also die ist wirklich, das ist eine kleine Huckelpiste. Ich probiere es jetzt einfach. Ich werde von der Lauffläche nur so wenig wie möglich abnehmen. Nur so viel wie nötig ist und gucken, wie es dann funktioniert. Im allerschlimmsten Fall muss ich dann später das ganze Ding, also ganz Schlitten wieder auseinandernehmen, Schlitten abschleifen. Ja, und im besten Fall funktioniert es einfach so. Hier ist noch die alte Schiene. Hier, die neue ist ein bisschen größer. Ich fange mit 40er Papier an und zwar werde ich jetzt hier einfach ein Stück abschneiden. So. So, ich hoffe, es reicht aus. Okay. Die Schrauben ganz locker lassen. Und draufsetzen. Okay, ich möchte hier hinten noch ein bisschen was abnehmen. Also mache ich das jetzt leicht handfest. Noch ein bisschen. Okay. Worauf ich jetzt hier achte, ist, dass die vordere Schraube, denn ich möchte in die Richtung schleifen, dass die vordere Schraube ein bisschen lockerer ist als die andere oder anderen. Die hier ganz hinten ist dann am festesten, Mitte und die am losesten, dass ich dann quasi so eine leichte Öffnung habe, damit ich hier einfach leicht reingleiten kann. Oder löse ich jetzt gerade?
kleinen Zwischenstand. Oh. Zwischenbericht. Und eine kurze Pause. Ich habe jetzt 4 Streifen durch. Ja, der ist auch schon. So sahen die dann bei mir am Ende aus immer. Ich habe gerade kein Schleifpapier drin. Okay, ganz hinten blockiert es noch ein bisschen. Aber da mache ich Fortschritte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier auch ein bisschen stärker anzogen. Also die Schrauben zuknallt, da geht noch einiges. Nur ganz leicht. Und wenn ich jetzt... Moment. Da die kleine Bewegung. Ja. Ihr habt gerade gesehen, wie wenig ich hier aufgemacht habe. Die Schrauben unten. Und ich komme schon fast von ganz vorne nach ganz hinten. Hinten blockiert es noch ein bisschen. Da klemmt es noch ein bisschen. Und hier in der Mitte habe ich noch so einen Highspot drin. Und dann ganz am Ende natürlich. Aber schon fast. Fast da. Okay, jetzt habe ich es minimal festgemacht. Oh, okay, es klingt. Okay, hier geht's gut. Dann glänzt noch. Hier geht es auch noch ein bisschen schwer. Okay, mit Gewalt. Man kann es schieben. Jetzt weiß ich nur nicht. Gerade so, hier habe ich jetzt auch noch den Highspot. Es geht noch durch. Hier ist ein bisschen lose. Und hier klemmt es dann noch. So knapp. So knapp. Okay, das heißt jetzt, ich bin auf jeden Fall im 40er Papier fertig erstmal. Mal schauen, ich mache bis 120er und dann melde ich mich gleich nochmal. Der Rest ist jetzt noch Fummelarbeit und Feineinstellung. Aber es kleidet schon mal relativ gut. Noch mit ein bisschen Widerstand.
Okay, ich habe es jetzt doch mal sauber gemacht und über Nacht trocknen lassen, dass wirklich das ganze Wasser weg ist. Es war ein bisschen komisch, den Guss zu schneiden. Habe ich ganz selten gemacht bisher. Es hat sich komisch angefühlt. Irgendwie wie sehr sandig. Oder wie man das auch immer beschreiben möchte, kennt ihr das Zeug, wo man früher die Dekoblumen reingesteckt hat, den Schaumstoff? So in etwa hat sich das angefühlt. Was jetzt hier noch machen möchte, ist diese M6 Schrauben, das sind die Originalschrauben, die waren dabei. Die Mini-Dinger reichen auch vollkommen aus, um die Original-Flacheisenbleche, hätte jetzt beinahe gesagt, aber ja, die Flacheisenschienen, die dabei waren, zu halten. Für meine neuen sind die zu kurz und ich möchte es auch mit einer dauerhaften Lösung austauschen. Ich werde die Schrauben hier durch M6x30 Mannschrauben ersetzen. Die haben hier an der Seite einen Sechskant drin. Focus, your fuck. Ja. Ich habe jetzt leider kein Loctite da. Deswegen gibt es einfach ein bisschen Sekundenkleber. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen, denn das Loch hat jetzt einen Anschlag. Das Gewinde endet irgendwo. Nur bei ein paar Löchern. Das, das und das Loch hier, die gehen komplett durch. Da muss dann die Höhe kontrollieren. Bei mir ist es jetzt so, dass die Schrauben dann brauche ich wirklich nur so einen halben Tropfen eigentlich. Ja, bei mir ist es jetzt so, die 30er Schrauben, die gehen etwa 8-9 mm rein. Und stehen dann quasi, okay, die gehen fast 10 mm rein, aber stehen dann 20-21 mm raus. Theoretisch reichen mir 16 mm aus, aber 1-2 mm mehr kann ja nicht schaden. So. Okay. Plan B, wenn komplett alles schief geht und ich die Schrauben mit rausbekommen muss, dann werde ich die einfach. Also nur die Schrauben ein bisschen warm machen und gucken, was ich die rausbekomme, weil ich glaube, bei 200-300 Grad löst sich der Kleber wieder. Wir kommen auf die Rückseite von der Drehmaschine und ich glaube, das ist die wichtigere Seite, die mehr aushalten muss beim Schneiden, wo der Schlitten vorne runterdrückt und hinten dann hochgehoben. Also meine Theorie. Und daher glaube ich, dass man dann hinten oder dass der Schlitten hinten dann mehr halten muss. Deswegen war es mir auch hier wichtig, dass ich hinten ein massiveres Stück drin habe. Die Schrauben habe ich jetzt schon reingeklebt. Die sind fest, alles trocken. Hier habe ich auch schon Schleifpapier vorbereitet. Also kann es eigentlich losgehen. Aber als erstes mal testen, wie es dann so reinpasst. Muss mal gucken, ah, vielleicht schräg, egal. Ich habe hier bei den neuen Platten das Design von den alten Platten kopiert. Und wenn man genau hinguckt, sind die Löcher hier mit den Gewinden nett in der Mitte, so ist es leicht nach außen versetzt. Das heißt, wenn ich dann die M6-Schrauben anziehe und die hier dran, ich nenne die mal Stellschrauben, wenn ich die dann nachdrehe, dann dreht sich die Platte nach innen und drückt dann quasi hier auf die Kante. Hinten habe ich ja kaum was abgenommen, da habe ich es wirklich nur glatt geschliffen, ein bisschen poliert. Und von Work aus, also so quasi neu, habe ich hier die Lücke, die fast 1 Millimeter, 2 Millimeter groß ist. Ja, sehr groß auf jeden Fall. Okay, da muss ich nur überlegen, was ich mache. Die meisten Leute, was ich gesehen habe, die haben einfach hier hinten eine zweite Platte hingemacht, also den Stock an sich verlängert und dann mit mehr Stellschrauben. Von unten oder von oben, jetzt weiß ich, ich glaube von oben haben sie es dann, haben dann hier hinten noch Druck drauf gegeben.
Also ich glaube, so zum Schleifen reicht es jetzt hier hinten so aus mit den kleinen Stellschrauben. Ich hatte auch schon was zum Unterlegen vorbereitet. Das sind nur ein paar Blechstreifen aus, ja, das ist aus einem Kanister und aus ein paar Dosen. Aber wenn es jetzt so viel ist, das ist zu schmal. Ja, gut. Also, was wirklich gut ist, ich kann schon mal fast durchschieben. Und wenn ich jetzt hier mit dem Finger drüber fahre auf der Unterseite, dann fühlt man schon, dass es relativ rau ist. Also, ich mag deutlich, ja, vor allem wieder hinten. Fühlt sich fast an, als wäre es nur das Original, der Originalguss. Vorne geht es wieder, aber hier hinten ist echt schlimm. So, schleifen wir mal ein bisschen was ab, machen es ein bisschen glatter. Und dann schauen wir weiter. Nicht gerade ideal, aber ich sag, viel Besseres hat man da. So, die zwei Stellschrauben, die kann ich dann eigentlich einfahren, dass sie halbwegs glatt sind. Ich lasse aber drin, damit mir hier nicht allzu viel Dreck reinfällt. Das war beim letzten Mal eine hübsche Arbeit, das sauber zu bekommen. Hört ihr das? Es vibriert, also man hört es deutlich. Das Gute ist ja, egal was ich hier mache, es ist schon Welten besser als das, was ich bekommen habe. Oder wie die Maschine war. Okay, ich lasse das Ganze jetzt mal so.
Es geht zwar noch ein bisschen schwer, aber ich denke, das Ganze spielt sich ein, noch ein. Ja, vor allem man sieht, es nutzen sich noch Sachen ab. Also mal von vorne. Ich habe gestern noch 5 oder 6 Durchgänge gemacht mit Steifpapier. Mit dem 40er. Bis dann meine Unterseite von der Schiene hier so weit hatte, dass es komplett durchschieben konnte. Wobei es ist nicht, ja, wie gesagt, perfekt. Ich habe jetzt noch hier an der Stelle einen leichten Highspot. Aber ich denke mal, das ist jetzt so minimal, dass sich das mit der Zeit abnutzen wird. Wobei ich werde hier hinten eh nicht arbeiten. Also der Schlitten wird hier vorne ständig laufen. Und dass der mal nach ganz hinten kommt, vor allem hier, glaube ich eher nicht. Als ich die Oberseite gemacht habe vom Schlitten, also hier die rechte Seite, hat man hier am Schaltpapier gesehen, dass sich es abnutzt. Also kann man hier eindeutig, hier die rechte Seite ist so eine polierte Stelle eigentlich. Und hier links ist noch das Originalbett, also so wie ich es bekommen habe. Das zieht sich auch fast durch. Und ich hoffe mal, das ist jetzt normal. Also normal in dem Sinn, dass ich jetzt hoffentlich nicht das Bett gerade kaputt mache. Aber ich denke mal, es wird passen. Und ich bin jetzt gerade auch an dem Punkt, wo ich nicht weiß, soll ich weitermachen oder ich lasse es einfach so. Denn jetzt gerade funktioniert es. Also es funktioniert um einiges besser wie zu dem Zeitpunkt, als ich die Maschine neu bekommen habe. Das wollte ich eigentlich auch erreichen, dass der Schlitten sauber einmal durchläuft und kein Spiel hat. Und ich denke jetzt gerade wirklich, es passt so. Ist jetzt stabil. Die Pappe hinten muss man austauschen. Ich habe hier immer noch die Pappe drin, also da kommt wahrscheinlich dann später mal ein Blech hin. Aber kommt dann später, denn mir reicht es gerade beim Schleifen. Mit dem Schlitten hier. Es ist stabil drin, läuft einmal komplett durch und ich denke, der Rest wird sich einfach jetzt einspielen. Ja, ich sehe auch hier vorne eine Schiene. Der schwarze Schmotter hier. Das ist nur, ja, das Gusseisen. Das heißt, es reibt sich hier nur was ab. Ja, aber es soll es dann ruhig machen. Ich habe jetzt auch kein richtiges Öl da. Ich habe es hier dran, 10W40 ist es, glaube ich. Noch ein alter Kanister, der rumstand. Das wird sich dann nur einlaufen alles. Ach, hier. Beim Schleifen hatte ich hier, mit 240 oder 400 habe ich zum Schluss nochmal probiert, einen Schlitz zu polieren auf der anderen Seite. Da hatte ich dann bloß einen halben Zentimeter Auflagefläche, habe es dann einfach mal so gelassen. Aber jetzt ist die Fläche noch ein bisschen größer geworden, also ich scheine hier schon ganz nah dran zu sein. Beziehungsweise scheint sich gerade von selber ein bisschen einzuspielen, einzuschleifen. Es funktioniert auf jeden Fall. Und ich will hier nur ein Stück vorankommen. Also ich habe noch ein paar andere Teile, die ich überarbeiten möchte. Und ich habe jetzt hier schon einiges an Zeit investiert, um an den Punkt zu kommen. Ich würde jetzt sagen, es reicht einfach. Moment, ich zeige euch noch die Unterseite. Die Platte ist jetzt ein bisschen kürzer, also ein bisschen schmäler als die hier hinten. Denn hier vorne kommt ja noch die fürs Zahnrad, für Ding, ihr wisst schon. Die Platte habe ich jetzt so breit gemacht, wie ich kann, aber ich denke, da bohrt sich gerade die Ecke hier in die Seite rein vom Bett, glaube ich. Ja, hier habe ich meine Madenschrauben, die Stellschrauben sind locker, die benutze ich gerade gar nicht. Und hier habe ich die selbstsichernden Muttern drauf gemacht. Ich denke mal, das geht gut. Ich habe schon angesprochen, hinten haben wir noch die Pappe und das Blech drin. Das muss dann irgendwann austauschen. Und den hinteren Bereich wird dann... Ich brauche hier mehr Licht. Also den hinteren Bereich werde ich dann eh wahrscheinlich noch weiter bearbeiten. Hier kommt noch eine Platte hin, damit ich dann... Also noch mein Eisen. Damit ich dann die Platte von hinten noch ein bisschen runterdrücken kann. Und ich hoffe, das wird dann alles ein bisschen stabiler. Weil jetzt gerade habe ich
nur in der Reihe Schrauben drin und die ganze Platte noch so bewegen. Ja, irgendwie befestigt oder aussteif. Ich habe schon was gesehen, was ich denke, dass es gut funktioniert. Gibt an der hinteren Platte auf jeden Fall mehr Stabilität. Vorne kann ich glaube nicht arg viel mehr machen. Da bin ich jetzt wirklich am Anschlag dran. Und ich hatte Glück, dass ich jetzt, ja, dass die Platte überhaupt vorne greift. Von dem her bin ich mit dem jetzigen Ergebnis sehr zufrieden. Werde wahrscheinlich jetzt einfach noch ein bisschen hin und her schieben und sich einspielen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre Polierpaste oder sowas noch. Aber ich glaube, das wird dann übertrieben. Ich lasse das einfach so. Ja. Irgendwann spiele ich da wieder weiter rum. Eines Tages. Es war jetzt für mich selber ein kleiner Versuch, ob das überhaupt funktioniert. Also ich wusste am Anfang nicht wirklich, ob es geht. Aber anscheinend funktioniert es und es bringt auch was. Müsste mal nachmessen, ob der Schlitten jetzt immer noch gerade ist oder. Wobei ich glaube, das ist ganz so. Es war anstrengend, ich saß hier einige Stunden dran und habe geschliffen und okay, ich habe wahrscheinlich 70% von der Zeit immer nur Schleifpapier ausgewechselt. Denn man kann es ein paar Mal benutzen und dann ist es wieder, musst du wieder austauschen. Naja. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilen, liken, kommentiert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal dann. Bis bald.